und herzlich willkommen zum 55. Bonner Wirtschaftstalk hier aus dem Kammermusiksaal des Beethovenhauses in Bonn. Unser Thema heute ist Erfolgsfaktor Inklusion mit dem schmissigen Untertitel Vielfalt sorgt für Image, Motivation und Arbeitskräfte. So, das klingt erstmal super. Wir wollen das heute alles ein bisschen genauer beleuchten. Denn seit 1994 steht im Grundgesetz, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Seit 94 im Grundgesetz, seit 1974 gibt es sogar schon die Pflicht, Schwerbehinderte zu beschäftigen, wenn der Betrieb größer ist als 20 Personen, oder eben eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. Seit 1974, da waren sogar noch die Kriegsversehrten mit eingeschlossen, daher kam das. Aber heute sind wir an einem anderen Punkt. Denn Inklusion soll nicht nur keine Diskriminierung sein oder nur eine gesetzliche Pflicht, sondern Inklusion ist ein positives Ziel. Inklusion soll die Teilhabe aller selbstbestimmt gemeinsam zu leben garantieren. Oder wie ich es in der Vorbereitung gelesen habe und wunderschön zusammengefasst gefunden habe, Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Das finde ich sehr schön prägnant. Damit aber auch alle mitmachen können, die wollen, braucht man natürlich Strukturen, die dies ermöglichen. Diese Strukturen zu schaffen, darüber wollen wir heute reden, wie das funktionieren kann, wo vielleicht noch ein paar Hebel umgelegt werden müssen, damit Sachen besser funktionieren oder was schon ganz gut läuft und was sich auch entwickelt hat im Laufe der Jahre. Für all diese Fragen habe ich wahnsinnig spannende Gäste und heute läuft es ein bisschen anders, denn ich habe nicht nur spannende Gäste, die super in der Materie sind, sondern ich habe auch noch einen Stargast, der sogar mit seinem Buch da ist. Ich möchte Ihnen jetzt aber zuerst alle Gäste der Reihenfolge nach vorstellen. Zum Ersten, mein erster Gast wird sein Nathalie Dedreux. Sie ist Aktivistin und Journalistin mit Down-Syndrom. Später werden wir sehen Eva Maria Thoms, Journalistin und erste Vorsitzende von Mittendrin e.V. Christina Marx, sie ist Mitglied der Geschäftsleitung der Aktion Mensch. Und Stefan Hagen, Präsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg und im DIHK-Vorstand. Sie sehen, wir haben versucht, da so eine ganz breite, illustre Runde hinzukriegen, wo viele, viele Themen mit abgedeckt sind. Aber ganz besonders freue ich mich jetzt über meinen ersten Gast. Ich habe sie gerade schon vorgestellt als Aktivistin und Journalistin mit Down-Syndrom und mit eigenem Buch. Hier ist sie. Herzlich willkommen, Nathalie Dedreux. Jo. Stimmt das? Aktivistin habe ich ja, das? Ja, genau, richtig. Okay, dann wie stelle ich mir das denn vor, diesen Aktivismus? Wie sieht ein typischer Tag aus bei Nathalie Dedreux? Ja, also bei mir sieht der Tag halt so aus, dass ich zu meiner Arbeit komme, am Laptop hinsetze und wirklich schreibe und so, Texte schreibe und gleichzeitig auch mit dem Buch hier. Fand ich geil, dass das jetzt fertig ist. Könnt ihr euch kaufen? Ja. Ja, und das sollte man sich unbedingt kaufen. Ich durfte es in der Vorbereitung lesen. Mein Leben ist doch cool, unsere Welt und was ich dazu zu sagen habe. Und es sind ganz verschiedene Themen. Also wenn ich hier einfach reingehe, Geld, Oma, Bundestagswahlen, Nasenpiercing, Ohrenkuss. Jo. Ohrenkuss ist ein gutes Stichwort, denn da wird sonst auch geschrieben. Richtig. Wir müssen vielleicht erklären, der Ohrenkuss ist ein Magazin in Bonn. Ich glaube, du kannst das besser erklären. Ja, was ist der Ohrenkuss? Ja, der Ohrenkuss ist ja so ein Magazin. Da schreiben halt nur Menschen mit Down-Syndrom mit. Und das wurde schon seit dem Jahr gegründet, wo ich da gekommen bin. Ah, also Gründungsmitglied, seit Anfang an dabei. Ja. Ja, und du bist trainiert im Schreiben, das merkt man. Die Texte haben wirklich auch so eine Qualität, das könnte so Poetry Slam sein. Da hat es mich dran erinnert. Das stimmt. Ja, viele prägnante Bilder. Und kurze Sätze, und das ist was, wo du auch sagst, da muss ich im Internet, wo du viel recherchierst, zum Teil auch was ändern. Dass da manche Sachen schwierig sind, noch bei der Recherche. Du bist eine Verfechterin für einfache Sprache. Richtig. Ich kenne das nur, wenn ich einen Ausweis beantrage, dass es dann die Form gibt, ich kann einfache Sprache wählen. Warum ist das noch nicht überall und wo müsste das überall sein? Ja, es muss zum halt deswegen überall sein, damit das verständlich ist, damit wir uns da informieren können und dass man sowas auch mal ernst nimmt. Ja, das ist absolut nachvollziehbar. Jo. Ich weiß aber auch, wie viele erfolgreiche Autoren, hast du quasi eine eigene Sekretärin oder eine Assistenz? Ja, richtig. Wie stelle ich mir das vor? Ja, ich habe hier so eine Arbeitsassistenz und die hilft da auch ein bisschen mit.
Rechtschreibfehler und sowas oder E-Mails checken und auch mal die Nachrichten. Okay. Das klingt aber eigentlich auch unter uns schön bequem, ne? Wenn man sich um den will, oder? Das stimmt. Sehr gut. Kommst du gut klar mit dieser Assistenz? Ja, in jedem Fall komme ich sehr gut klar. Das läuft. Cool. Also seid ihr ein gutes Team. Jo. Ja. Und wie ist das denn, wenn man zusammenarbeiten muss mit Menschen ohne Down-Syndrom? Die hat ja keins. Versteht die immer alles schnell genug, was du meinst? Ja, auf der anderen Seite schon, aber man muss sich darauf einstellen, dass man das auch kann. Hm. Dass das so gesagt wird, dass die auch versteht, was du meinst. Genau. Ah, ja. Aber anscheinend seid ihr ganz gut zusammen im Team. Ja, genau. Ja, sehr gut. Beim Ohrenkuss bist du feste Mitarbeiterin und da sind 20 Leute, habe ich gelesen, im Verlag. Wie stelle ich mir das vor bei der Redaktionssitzung? Ja, also bei so einer Redaktionssitzung ist ja auch sehr cool erstmal, dass wir alle Texte schreiben können. Genau. Und ihr habt dann für ein Heft ein Thema. Genau. Und das nächste Thema ist Freundschaft. Richtig. Und gibt es auch Freundschaften in der Redaktion? Ja. Ja? Wie sieht das aus? Geht man dann danach noch zusammen einen trinken oder schreibt man zusammen Artikel? Ja, man schreibt jetzt zusammen Artikel und so als Kollegen und so weiter. Also alles so, wie man es kennt? Jo. Nichts anders? Nee. Sehr gut. Muss man ja auch mal so erklären. Ja. Ja? Jetzt, wenn aktuelles Thema Freundschaft ist, gibt es dann einen Chefredakteur, der sagt, du schreibst dazu? Oder kann jeder sagen, ich würde gern schreiben über Freundschaft in der Schule? Oder ich würde gern schreiben über Freundschaft im Karneval? Oder wie stelle ich mir das vor? Ja, es ist ja so ein festes Thema. Und dazu, wir schreiben und diktieren zusammen die Texte. Okay. Und wie war das hier bei den verschiedenen Sachen? Ja, stimmt, genau. Also ja, beim Buch war es ja so, ich hatte ja eine Assistenz, der Wenzel Rehbach. Und ich habe es ja zusammen gemacht, zusammen geschrieben. Und so ist es quasi entstanden. Und das dauerte schon lang. Wie lange hat das ungefähr gedauert? So 2 Jahre ungefähr. Ja. Aber es ist auch sehr gut geworden. Dafür kann man dann sich ein bisschen Zeit nehmen. Ja. Gibt es denn Themen, über die du als Journalistin besonders gerne schreibst? Ja, besonders ist ja die Ukraine noch. Auch über diese Bluttest auf Down-Syndrom auf jeden Fall. Okay, also Themen, also Ukraine weiß ich, da habt ihr auch eine Reise hingemacht, hast du persönliche Bezugspunkte. Richtig. Und Down-Syndrom war auch damals die große Frage, mit der du berühmt geworden bist. Das stimmt. Kann man so sagen, ja. Wo jeder mitbekommen hat, als du Frau Merkel gefragt hast. Wie es damit aussieht. Das ist ja auch schon was her. Wie ist denn die Entwicklung? Es wird immer noch protestiert dagegen? Ja, schon gibt es da Proteste oder so, weil manche sind es dagegen und manche dafür. Und das ist das Problem, eher so ein bisschen. Hast du denn den Eindruck, da findet ein Umdenken statt? Also, dass eure Arbeit auch dazu führt, dass die Leute ein bisschen nachdenken? Ja, die denken halt schon ein bisschen nach oder so, aber manche haben ja auch große Angst vor uns und das muss echt nicht sein. Hm. Was glaubst du, warum ist das? Warum haben Leute irgendwie Berührungsängste oder Angst oder denken sich, warum? Ja, ich weiß es ja auch nicht, aber das braucht man aber nicht. Meinst du, es könnte daran liegen, dass viele Leute einfach vielleicht niemanden kennen mit dem Down-Syndrom? Nee, genau. Und ihnen das fremd ist dann so ein bisschen? Ja. Ah. Das heißt, deswegen bist du auch im aktiven Bereich, richtig, dass Menschen mit Down-Syndrom in die Mitte der Gesellschaft kommen, richtig, und überall, genau, mit dabei sind. Ja. Du bist im Karneval mit dabei? Ja. Wird jetzt groß gefeiert. Ich habe schon gesehen, die Besten abgedeckt. Einmal Schuhe von Brings und das Armband von Casala. Jo. Da kann dann nicht mehr so viel schief gehen. Nein. Ja. Yeah. Und ich habe gehört, lachende Köln Arena oder Längstes Arena steht auch auf dem Programm. Richtig. Kölsch Mädche wird richtig mitgesungen. Ja, geil. Was ist das Lieblingslied? In jedem Fall mag ich auch gern Casala und so, nämlich Stadt mit K. Sehr gut. Hervorragende Wahl. Dürfen wir auch hier in Bonn sagen. Ne? Kommt ihr mit klar, ne? Stadt mit Kaiser. Sehr gut. Und was aber auch besonders ist, du wohnst in einer WG. Jo. Das kennen dann viele Leute auch bestimmt nicht. Wie sieht das aus? Ja, das ist sozusagen inklusiv gemacht und so, das fand ich auch gut. Ja, wir sind 2 Mädels mit Down-Syndrom natürlich und 2 Studenten. Okay. Und wie läuft das? Also ich frage jetzt ganz unvoreingenommen. Früher, als ich mal in der WG war, da hat man immer versucht, sich so ein bisschen zu drücken beim Putzplan. Also, läuft das bei euch auch so?
sich dagegen drücken eigentlich nicht. Das machen wir eigentlich immer. Und die beiden anderen auch? Ja. Und habt ihr alle zusammen? Ja. Putzdienst? Ja. Und ich weiß, da kommt dann aber jemand, der das noch so ein bisschen, so ein Coach, so ein Putzcoach, der euch allen sagt, was zu tun ist. Das habe ich gehört. Ja, genau. Das fand ich nämlich so eine irre Vorstellung. Hätte ich früher auch brauchen können in der WG, dass dann einer kommt, der nicht meine Mutter ist. Wichtiger Zusatz. So, jetzt würde mich interessieren, du hast ja jetzt ein sehr vorbildliches Leben, wenn wir jetzt an Inklusion gucken. Du wohnst in einer WG, du gehst arbeiten, ne, du hast eine Assistenz und du hättest gerne, dass viel mehr Menschen die Möglichkeit dafür haben. Richtig. Dann frage ich dich doch jetzt direkt an der Quelle. Jo. Was kann denn ein Chef machen, damit Menschen mit Down-Syndrom bei ihm arbeiten? Was muss der tun? Ja, also diese Tipps sind ja halt für Rollstuhlfahrer, halt natürlich die Rampen bauen oder so, dass die nach vorne kommen hier. Aber auch mir auch mal in leichte Sprache, weil das ist extrem wichtig zu sagen nochmal. Okay, also das heißt, du hast den Eindruck, dass auch viele Tipps, die kommen für Zusammenarbeit mit Behinderten, sich eher um körperlich behinderte Menschen drehen. Also dass es eher darum geht, dass die Rampe gebaut wird. Ja, genau. Als dass die mitdenken, ah, okay, wenn wir jemanden einstellen, dann ist vielleicht an zwei Tagen die Assistenz mit dabei. Richtig. Okay. Und gibt es denn Sachen, wo du sagst, das geht überhaupt nicht? Also so kann man das nicht machen. So möchte ich das nicht in der Arbeit. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt Menschen, die bei der Arbeit auch nicht respektvoll mit anderen umgehen. Richtig, genau. Und du hast schon auch nicht nur im Verlag gearbeitet, sondern du hast auch in der Küche und im Café gearbeitet. Ja, manchmal. Aber das ist jetzt nicht so mein Ding. Nee? Nee. Warum? Nee, weil ich will da raus. Weil in der Küche zu schnibbeln? Ist oder? Nicht. Nee. Macht keinen Spaß, reicht in der WG, wenn du Kochdienst hast? Ja, die WG macht Spaß. Die WG dann schon. Ja, aber ist auch was anderes, ob man in so einer Küche kochen muss oder für sich selber. Und das Café, hat das Spaß gemacht? Na. Auch so? Ja. Na. Aber jetzt Journalismus ist es? Das ist es. Sehr gut. Gibt es denn auch Berichte, die du gerne schreiben musst? Ich weiß, du reist auch gerne. Ja. Und gibt es ein Land, wo du sagen würdest, da möchte ich gerne noch mal hin oder da würde ich gerne eine Reportage machen? Naja, eigentlich will ich ja noch mal nach Afrika und so. Da warst du auch schon? Ja. Cool. Und wie ist das da? Wie reagieren die Menschen da auf jemanden wie dich? Also was? Ist das, wenn du in Afrika bist, also, wenn die Menschen dann da sind, wie ist das da in der Gesellschaft? Sind da Menschen mit Down-Syndrom in der Gesellschaft integriert oder... Ja, also ich weiß es ja nicht, wie es in Afrika ist. Aber du hast, als du da warst, niemanden gesehen? Nee. Okay. Aber du hast Tiere gesehen? In Afrika? Ja, genau. Okay. Welche? Weiß ich nicht. Nee, weil ich war auch mal in Afrika und ich war total enttäuscht. Die haben alle gesagt, oh, Löwen, Giraffen, Büffel. Meinst du, ich hätte einen Löwen gesehen? Ich habe keinen Löwen gesehen, deswegen frage ich so. Ach so. Da war bei mir leider kein Löwe da. Jetzt sagst du, Inklusion ist wichtig und es muss noch mehr Inklusion geben. Ja, genau. Was wäre denn das optimale Bild? Wenn du einen Betrieb hast mit 20 Leuten, dann sollte da mindestens einer drin sein, der irgendwie eingeschränkt ist? Ja. Okay. Und wenn ich jetzt überlege... In der Zukunft, so Arbeitsplätze für Menschen mit Down-Syndrom. Du hast ja auch Freunde. Was macht zum Beispiel deine Freundin in der WG? Geht die auch arbeiten? Die Carola, ne? Ja, genau, richtig. Geht die Carola auch arbeiten? Ist die auch beim Ohrenkurs? Nein. Nee. Was macht die? Weißt du das? Also, das weiß ich noch nicht so genau, was die macht so. Okay, aber die will auch arbeiten. Ja. Ja. Ist das so was, wo man sagen kann, das ist so ein Trend, dass auch untereinander so eine Community, so eine Gemeinschaft sagt, wir wollen in die Betriebe rein, wir wollen arbeiten, mitten in der Gesellschaft? Ja, klar wollen wir es. Ja, das sind dann auch immer mehr. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt die anderen sagen, wie das schon funktioniert, was die noch für Ideen haben, dass wir das umsetzen können,
dass weiterhin noch mehr Menschen die Inklusion vorantreiben. Ich gucke mal, ob ich hier noch was... Ah, ganz wichtig. Wir hatten uns, das würde ich gerne noch den Leuten mit auf den Weg geben, wir haben uns zum Vorgespräch schon kennengelernt. Und da habe ich die Frage gestellt, auch was, was es gibt, was so gar nicht ist, was ganz doof ist, was du nicht möchtest. Und da hast du gesagt, automatisch geduzt werden, dass das ganz viele Leute machen. So, und deswegen weise ich da noch mal drauf hin. Wir kennen uns schon vorher, wir haben uns das Du gegenseitig angeboten, die beiden Nathalies, und durften das so. Aber das fand ich wichtig, den Leuten mit auf den Weg zu geben, dass Respekt eine ganz wichtige Sache ist. Jo. Nathalie, ich habe größten Respekt vor deiner Leistung. Das Buch, ernsthaft, ist großartig. Es liest sich sehr weg, es ist sehr klug, es ist sehr weise und es ist sehr lustig, auch zwischendurch. Also das ist wirklich ein sehr schönes Werk, wo ich froh bin, dass ich das bekommen habe für die Sendung. Und das gebe ich auch nicht mehr her. Das sage ich mal so direkt. Hey, das ist meins. Ist deins? Das hat der Verlag mir geschickt. Nein, also ich hoffe, das haut hin. Das ist deins, aber der Verlag hat es mir geschickt und gesagt, ich dürfte es behalten. Nee. Aber dann frage ich noch mal nach. Ansonsten gehe ich in den Buchladen und kaufe mir das. Das ist auch die richtige Einstellung. Gut, ja. Genau, damit du auch die Tantiemen kriegst. Ist gebongt. Wir lassen es aber trotzdem hier stehen. Da sieht es noch ganz schick aus und machen wir noch ein bisschen Werbung, okay? Jo. Super. Nathalie, vielen, vielen Dank. Alles Gute weiterhin. Und dann gehst du in die zweite Reihe jetzt erstmal dorthin. Vielen Dank, Nathalie Dédreu. Dankeschön. Sehr gut. Gott sei Dank bleibt sie uns als Gast erhalten. Das ist hervorragend. Und die anderen Gäste kommen jetzt dazu. Jetzt muss ich hier meine Karten mal neu sortieren. So, jetzt möchte ich Ihnen die drei vorstellen. Da kommen Sie schon aufs Podium. Stefan Hagen, machen wir den Mann mal zuerst. Einmal mit Applaus, bitte. Zu meiner Rechten Eva-Maria Thoms und Christina Marx. Herzlich willkommen. So, Sie haben jetzt schon einen schönen angewärmten Platz, ne? Ja, das ist wunderbar. Aber wie gesagt, fliegender Teppich. Ein bisschen, es rutscht ein bisschen. Ja, muss man aufpassen. Aber es geht. Ich glaube, wir kommen nicht ins Schlittern. Ich fange auch direkt mit Ihnen an. Wir haben jetzt schon gehört, wie es der Nathalie geht im Verlag. Das klingt alles top als Journalistin. Aber Sie sind an der Quelle und Sie möchte ich fragen, wie bekommt man als Mensch mit Down-Syndrom einen Job? Weil da könnte ich mir vorstellen, ist vom Wollen bis zum Bekommen manchmal eine Lücke. Man bekommt einen Job, wenn es Menschen gibt. Also wenn man erstens, natürlich muss man selber den Wunsch haben. Und dann braucht man Menschen, die einen da ganz kräftig unterstützen und nicht aufgeben. Ansonsten wird da nichts. Okay, also da sind wir noch weit von diesem Idealbild entfernt. Ich fand das, sagen wir mal, schön, wie Sie das ausgedrückt haben. Gibt es einen Trend unter Menschen mit Trisomie 21, richtige Jobs auf dem ersten Arbeitsmarkt zu haben? Ja, den Trend gibt's. Er ist nur nicht realisiert. Und deswegen haben Sie auch so ein Projekt ins Leben gerufen, Ausbildung mittendrin. Genau. Da werden Sie gleich natürlich noch ganz viel zu erzählen. Aber so zum Einstieg so ein kleines Appetithäppchen, damit wir gleich alle neugierig noch mehr fragen. Einfach nur sozusagen in Kurzfassung. Mhm. Wir begleiten junge Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung in und durch duale Ausbildungen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist die Kurzfassung. Cool. Das klingt nach einem Brett und ich bin gespannt. Das ist ein Brett. Was da gleich noch an Details kommt. Also das scheint eine ganze Menge zu sein. Duale Ausbildung ist ja eh schon anspruchsvoll. Da kommen wir gleich auch zum Herrn Hagen. Zuerst möchte ich aber zur Frau Marx, damit die sich nicht so außensitzend da fühlt. Sie sind von der Aktion Mensch. Und da muss ich direkt fragen, ist das jetzt eigentlich eine Lotterie mit sozialen Projekten? Oder sind das Sozialprojekte mit einer Lotterie? Wir sind eine Soziallotterie, da ist beides drin. Wir haben einen satzungsmäßigen Auftrag, nämlich Inklusion in der Gesellschaft voranzubringen, die Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung und Kindern und Jugendlichen, diese Gruppe haben wir auch im Blick, voranzubringen. Und zu diesem Zwecke haben wir eine Lotterie, denn daraus resultieren dann die Fördergelder. Mhm. Und das sind 220 Millionen im Jahr, die wir verfördern können an Projekte, auch von mittendrin.
Wie ist das? Es gibt Ihre Gruppe ja schon sehr lange, oder diese Soziallotterie gibt es schon sehr lange. Die hat sich ja im Laufe der Jahre auch verändert, vom Namen her, aber auch inhaltlich. Ist denn alleine schon diese Veränderung, die Sie erlebt haben in der Zeit, ist das typisch für eine Veränderung im Ganzen, im Umgang mit behinderten Menschen? Tut sich da wirklich was? Ja, also wir sind ja von der Aktion Sorgenkind zur Aktion Mensch geworden im Jahr 2000. Auf diese Namensänderung sprechen Sie wahrscheinlich auch an. Und dem liegt was zugrunde, was Nathalie de Dreux eben auch gesagt hat. Wir duzen uns auch, deswegen werde ich wahrscheinlich auch zwischendurch mal Nathalie sagen. Es geht um Respekt. Also der Impuls kam von Menschen mit Behinderung selber, die gesagt haben, wir brauchen nicht mehr eure blöde Fürsorge. Wir wollen Teilhabe und wir brauchen Respekt. Und so ist die Namensänderung gekommen. Und ja, die Aktion Mensch gibt es seit fast 60 Jahren und natürlich hat sich was getan jetzt auf dem Weg, ne? Und wir sind in der inklusiven Gesellschaft und auch in der barrierefreien Gesellschaft sicherlich noch weiter gekommen. Aber ich glaube auch eben in dem Interview, was Sie mit Nathalie geführt haben, da kriegt man schon nochmal oder hört man schon nochmal raus, dass wir lange nicht in allen Belangen schon sozusagen am Ende des Ziels sind. Das fängt in der Schule an, das ist ja die Voraussetzung, das führt sich weiter fort, auch im Arbeitsleben. Und es manifestiert sich so ein bisschen, dass die Zahl der Menschen, die in sogenannten Werkstätten arbeiten, wo sie ja wirklich nur einen ganz geringen Stundenlohn auch bekommen, dass diese Zahl seit vielen, vielen Jahren eigentlich gleichbleibend hoch ist und dass nicht mehr Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt, im ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Das ist eine Arbeit, an der wir aufklärungsmäßig und förderungsmäßig sehr stark auch arbeiten als Aktion Mensch. Das ist ein großes Thema, da kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch drauf, auf die Werkstätten. Aber den Herrn Hagen wollen wir natürlich auch nicht hier ganz links liegen lassen, nur weil er jetzt da sitzt. Jetzt haben wir gerade schon gehört, es gibt ein Projekt Ausbildung mittendrin und dual, da weiß ich, da hängt die Handwerkskammer auch direkt drin. Also deswegen die Frage, wie fördert man denn als IHK die Inklusion in Bonn-Rhein-Sieg? Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen das gar nicht großartig fördern. Wir haben jahrelang immer das Wort Fachkräftemangel gebraucht in der Organisation. Ich bin mittlerweile fast so weit, das zu verbieten und sagen, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Und das hat mich eben einfach total auch berührt. Wenn Nathalie sagt, wir waren in der Vorbereitung ja auch auf dem Du, ich will arbeiten, wir wollen diese Teilhabe. Und wir stehen vor einem massiven Arbeitskräftemangel und ich erlebe es einfach in den Betrieben, dass die dieses Potenzial mittlerweile schrittweise erkennen. Wir hatten ja auch schon im Vorgespräch hier in den Katakomben des Hauses, das ist gleich ganz spannend, wenn wir bei dem Projekt Ausbildung mal fragen, wer der Akteure ist denn derjenige, der vielleicht bremst, wo es klemmt. Ich bin der festen Überzeugung, es werden nicht die Betriebe sein. Und wenn ich die Betriebe noch mal ein bisschen segmentiere, ich bin der festen Überzeugung, da wo ein Inhaber sitzt, eine Geschäftsführung, die wirklich ihr Unternehmen direkt verantworten und die einfach auch Arbeitskräfte, und ich werde da gleich auch eine Geschichte zu erzählen, wo ich selber erlebt habe, wo mich, dann erzählen wir es direkt, mich rief einer an und ich muss es wirklich auf Rheinisch machen, weil es Lebensmittelgroßhändler, da rief mich an und sagt, Präsident, ich spruch Lück. Und dann haben wir uns so unterhalten, wo Führer Lückbruch. Ja, für an für sich einfache Tätigkeiten, Lebensmittelgroßhandel, da habe ich gesagt, Dennis, ruft doch mal in der GVP an, den Wolfgang Pütz, und dann unterhaltet ihr euch mal. Die GVP, für alle, die es jetzt... Okay. Verein der Gemeindepsychiatrie ist eine Werkstatt in Bonn. Okay, ja, gut. Die aber versucht auch wirklich... In den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Ja, genau, mit okay. Bonn-Rhein-Sieg verbindet. Ja, und ich traf den Chef der Einrichtung dann ein paar Wochen später und habe ihn dann gefragt, ja, und hat der Dennis einen genommen? Da sagt er, nein, zwei. Aber wissen Sie, was natürlich schön ist, wenn man den Präsidenten kennt und sagt, Herr Präsident, ich spruch Lück. Die meisten Arbeitgeber, die sagen, ich könnte mir das vorstellen, aber an wen wende ich mich denn? Ja, dann hätte man irgendwo bei der IHK anrufen können, weil wir einen Inklusionsberater haben. Ne? Also, dass der jetzt den Präsidenten kannte, war vielleicht sein Glück. Aber dass der eine Antwort darauf hatte, das war sein größeres Glück. Ne? Also er hätte besser ja so gesehen in der Kammer selber angerufen, da gibt es einen Inklusionsberater, der sich da auch mit Sicherheit dreimal besser auskennt als der Präsident. Dem ist vielleicht nicht der rheinische Schnüssi-Wase. Aber
Also das zeigt mir aber so von der Systematik her eben, inhabergeführtes Unternehmen, die gehen das Ganze vielleicht auch ab und zu mit mehr Herz und auch was emotionaler an und die haben ein wirtschaftliches Problem. Die brauchen Arbeitskräfte. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass die Situation, die wir am Arbeitsmarkt haben, ich bin selber Jahrgang 64, also der klassische Babyboomer, ich werde meine Arbeitskraft vielleicht im Arbeitsmarkt länger zur Verfügung stellen, aber das kommt ja in einem Automatismus jetzt. Und das können wir nur durch verschiedene systematische Schritte lösen. Das ist immer noch das Thema Frauen, das ist aber eben auch das Thema Behinderung und am Ende des Tages auch das Thema Zuwanderung. Aber die Unternehmen haben gemerkt, sie müssen selber was tun, sie müssen selber aktiv werden. Und ich bin gespannt auf das Projekt gleich mit der Ausbildung. Ich möchte das zuerst noch so ein bisschen aufdröseln, weil Behinderung ist ja mehrdimensional. Also wir haben verschiedene Sparten. Ich habe jetzt hier stehen, körperlich Behinderte. Da ist man auch so am ersten, wo man denkt, okay, eine Rampe, so um solche Sachen geht es da. Geistig Behinderte und seelisch Behinderte. Und die Frage ist da, wie unterschiedlich sieht denn auch die Inklusion von körperlich und geistig behinderten Mitarbeitern aus? Werfe ich so mal in die Runde. Also wie unterschiedlich sind die Anforderungen? Sie haben vielleicht noch eine Gruppe vergessen. Das sind die Menschen mit den Sinnesbehinderungen oder Sie haben sie unter den körperlich behinderten Menschen subsumiert, blind und gehörlos. Ja. Also ich würde schon aus unserer Erfahrung sagen, aber da ist Frau Thoms die Expertin, dass es für Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung am allgemeinen Arbeitsmarkt tatsächlich am schwierigsten ist. Ich würde aber trotzdem auch nicht sagen, dass es einfach mit der Rampe getan ist, mit Menschen mit körperlicher Behinderung, dass man sagen kann, naja, die sollen sich doch jetzt mal nicht so anstellen, die finden schon Job, weil die Realität auch da anders aussieht. Weil man natürlich auch als Unternehmer sagt, oh, da muss ich vielleicht ja mein Gebäude umbauen. Ich muss irgendwie nicht nur die Rampe haben, ich muss da noch einen Aufzug einbauen, wie auch immer. Also das ist schon auch mit Überlegungen und mit einem Aufwand verbunden. Für uns ist es eher vorstellbar, dass jemand gerade jetzt nach Corona, Homeoffice ist, gang und gäbe, sagt, wenn der im Rollstuhl sitzt, dann macht er den Job doch von zu Hause, kann ja nicht das Problem sein. Wie gesagt, die Realität ist immer noch etwas anders, vielleicht auch mit Menschen mit einer Sinnesbehinderung. Ich habe eine Kollegin, die ist auch Journalistin oder arbeitet in der Kommunikation als Online-Redakteurin, die ist ohne Augen geboren und auch die, ne, die hat eine Breitzeile, die hat eine Assistenz, die schreibt tolle Texte, kann man sagen, ja, ist doch super, wenn man es weiß, wie sie arbeitet, wenn man sie kennengelernt hat, aber es ist auch für viele, also sie hat unheimlich lange gesucht, die hat ein Studium gemacht, ihre Bachelorarbeit hat die eine Website programmiert und trotzdem hat sie dauernd Absagen bekommen, ist nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden, dann hat man gesagt, ah, dann bringst du einen blinden Hund mit in den Betrieb, das finden wir irgendwie zum Kuscheln zwar irgendwie ganz schön, aber Tiere wollen wir doch nicht haben. Also es ist, ich glaube, es ist natürlich, die Herausforderungen sind sehr unterschiedlich. Ich würde aber aus Sicht der Menschen mit Behinderung sagen, jedenfalls unsere Erfahrung, meine Erfahrung, die Menschen wissen schon sehr gut, was sie können und was sie vielleicht auch nicht können und was vielleicht auch Berufsbilder sind, wo sie besser auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen können. Bestätigung von Frau de Dreux, das finde ich gut. Frau Thoms, Sie haben auch genickt, an manchen Stellen haben Sie aber auch so ein bisschen den Kopf hin und her gewogen. Ja, also Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung sind auf dem Arbeitsmarkt eigentlich nicht oder fast nicht präsent, also nur in Spurenelementen. Menschen mit körperlichen und Sinnesbehinderungen. Ich würde mal sagen, grundsätzlich muss man bedenken, dass Bildung ja auch für junge Menschen mit Behinderungen nicht so selbstverständlich ist wie für andere in der Breite der Gesellschaft, weil eben ja der Anteil von jungen Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel Förderschulen besuchen, an denen dann auch gar nicht alle Schulabschlüsse möglich sind, ja immer noch sehr, sehr hoch ist. Also wenn Sie zum Beispiel klassisch einen Menschen mit einer Körperbehinderung, der eine Förderschule besucht, da gibt es nur eine einzige Förderschule in ganz Nordrhein-Westfalen, in der man ein Abitur ablegen kann. Also das sind natürlich gewachsene Traditionen und dann kommt man unter Umständen gar nicht bis zur Hochschulreife. Mhm. Und wenn man bis dahin gekommen ist, dann scheitert man daran, dass die Assistenz fürs Studium nicht bezahlt wird und so weiter und so fort. Das heißt, diejenigen, die durchkommen und wirklich eine akademische Bildung haben, das sind schon die allerhartnäckigsten. Und arbeitslos sind viele trotzdem noch.
Also es gibt viele Hürden und ich bin, wahrscheinlich werden wir hinterher auch noch drüber sprechen, was vielleicht dann auch die wichtigsten Hürden sind. Die Situation ist unterschiedlich, aber die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderung, sofern sie nicht in einer WFBM, in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten, ist stabil hoch, trotz guter Konjunktur. Und da ist der Trend auch noch nicht zu sehen. Dann will ich das aufgreifen. Sie haben ja eben von diesem Projekt erzählt und der Herr Hagen hat schon erzählt, ja, Fachkräftemangel ist ja immer so. Arbeitskräftemangel, dieses sehr konkrete Problem. Wie könnte denn Inklusion da die Lösung sein? Sie haben Ihr Beispiel erzählt und ich weiß jetzt schon, dass es einen Ansprechpartner bei der IHK gibt. Wie viel hat der denn zu tun? Also wie oft rufen Leute an und sagen, hör mal, ich möchte gerne Menschen mit Behinderung in meinem Betrieb unterbringen. Also die Zahl kenne ich ja konkret nicht, aber ich sehe die Rolle auch eine ganz andere. Der soll nicht am Telefon sitzen und warten, dass es klingelt. Der soll in die Unternehmen fahren und zeigen, wie es geht und fragen, ob man das hinkriegt. Ne? Also ich sehe da eher einen aktiven Beratungsansatz, als zu warten, dass das Telefon klingelt. Denn ich bin auch der Überzeugung, dass es nicht, das Beispiel, was ich eben erzählt habe, ist ja Realität. Für diesen Inhaber-Geschäftsführer kam das Thema an für sich nicht vor. Den musste man ein bisschen schon aufs Pferd setzen, damit er anfängt zu reiten mit dem Pferd. Also wenn ihm das keiner gesagt hätte, wäre der sehr wahrscheinlich weiter verzweifelt auf die Arbeitsagentur losgegangen. Also man muss. Übernehmen Sie den jetzt für Werbeveranstaltungen, wenn Sie bei der IHK so ein Frühshoppen haben mit Ihren Betrieben? Na ja, klar. Und Sie sagen, so, hier, guck mal, erzähl jetzt mal, wie gut das bei dir läuft. Ja, na klar. So läuft das? Ja, klar. Cool. So funktioniert Rheinland. Okay. Also werden jetzt im Fastelovend die Deals gemacht und danach haben wir die Inklusion komplett hier in Bonn. Ja, oder? Wir machen gleich hier schon die Deals. Fangen wir an. Sehr gut. Wenn ich schon mit Herrn Hagen in einer Runde sitze, machen wir gleich Nägel mit Köppen. Immer gerne. Ja, dann nein, aber wie gesagt, ich bin gespannt, worauf wir gleich kommen. Das war ein gutes Beispiel mit unserem Inklusionsberater. Ne? Es ist nicht die Situation, wo wir warten sollten, bis das Unternehmen selber in einer Einzelentscheidung oder Erkenntnis sagt, das könnte für mich ein Weg sein. Sondern wir sind als Organisation in der Pflicht, denen zu sagen, hier könnte für euch alle eine Möglichkeit sein. Weil das Problem, was die haben, haben die alle. Die haben einen Arbeitskräftemangel. So, und das ist von hochqualifiziert, wo wir Fachkräfte gesagt haben. Aber es gibt mittlerweile ja Restaurants in Bonn, die 2 Tage die Woche schließen, weil die nicht mehr wissen, wer das Essen zubereiten soll, geschweige denn, wer es servieren soll und wieder abräumen. Und es kommt ja hautnah an, dass wir diesen Arbeitskräftemangel haben. Corona hat das Ganze noch mal massiv durcheinander gewürfelt, weil nämlich die Branchen durchrotiert wurden. Mhm. Und ich meine, da gibt es ja auch in der Gastronomie Ansätze, egal ob wir den Godesburger nehmen oder die Pauke, die eben von seelisch, psychisch behinderten Menschen betrieben werden oder die 60% Personal da einsetzen. Also da sind wir auch ganz klar in der kommerziellen Welt unterwegs. Und das finde ich immer wieder großartige Beispiele, weil es funktioniert. Ne? Aber dazu gehören natürlich Menschen, die es treiben. Mhm. Und da ich von Hause aus Wirtschaftswissenschaftler bin, bin ich wiederum auch der Überzeugung, es wird nur nachhaltig funktionieren, wenn eben alle Akteure daraus auch einen Nutzen haben. Der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber. Das muss eine klassische Win-Win-Situation sein. Und dafür kenne ich dann wiederum auch genügend Beispiele, wo es da ist. Aber dann müssen wir als Gesellschaft halt eben auch diese Aufklärungsarbeit, natürlich muss das Ganze auch finanziell unterstützt werden. Klar, wenn Umbaumaßnahmen zu machen sind, das einseitig dann auf den Betrieb, der sich gesellschaftlich verantwortlich einsetzt, abzuwälzen. Also dafür sind wir eine soziale Marktwirtschaft wiederum. Da ist es mit Sicherheit dann auch nötig, entsprechende Förderungen den Unternehmen zukommen zu lassen, die willens sind, diesen Weg zu gehen und diesen Weg zu öffnen. Jetzt haben Sie von diesen Restaurants erzählt. Wie funktioniert das denn da, geistig Behinderte zu inkludieren und dass da die Inklusion funktioniert? Weil ich habe ja jetzt eben schon gelernt, das ist ja doch noch mal anders als jemand mit einer körperlichen Behinderung.
Also gutes Burger oder Pauke oder in Köln, wenn Sie mal nach Köln gehen, gibt es ein ganz tolles Café, Wo ist Tom? Das sind sogenannte Inklusionsbetriebe. Sie haben es ja gesagt, da sind zwischen 30% und 50% Menschen mit Behinderung beschäftigt. Und da gibt es übrigens auch staatliche Unterstützung. Also die erhalten einen Tariflohn oder zumindest den Mindestlohn, alle, die dort beschäftigt sind. Und aber die Arbeitgeber können sich da auch noch sozusagen noch Nachteilsausgleich, heißt das so. Also sie kriegen auch noch eine staatliche Unterstützung. Und so funktioniert sozusagen, dass auch diese Betriebe am Markt bestehen können, denn sie sind Wirtschaftsbetriebe. Die können jetzt nicht sagen, wir machen das aus Goodwill. Und wenn man keinen Umsatz machen und keine Gäste kommen, ist auch egal. Hauptsache, die Menschen haben hier eine Beschäftigung. Also das sind ganz normale Betriebe, wenn man das so will. Und ganz faktisch, ich meine, man kann einfach mal hingehen. Jeder Betrieb macht das dann auch ein bisschen anders. Teilweise sind die Leute in der Küche, machen das, was Nathalie de Dreux nicht so gerne macht, nämlich schnibbeln. Aber irgendeiner muss es ja auch machen. Teilweise sind sie dann auch im Service. Und ja, man stellt sich sozusagen auch als Arbeitgeber ein, auch mit so ein paar kleinen Tricks. Also in dem Café, Wo ist Tom zum Beispiel, da gibt es keine klassische Speisekarte, sondern gibt es sowas Laminiertes und da kann man dann ankreuzen als Gast, ich nehme das Frühstück 1 oder 2, ich nehme einen Kaffee mit Milch, also sozusagen auch in einfacher und leichter Sprache und das funktioniert gut und die haben unheimlichen Zuspruch und das bestimmt nicht nur, weil die Leute hingehen und sagen, das ist hier jetzt ein Inklusionsbetrieb, sondern weil das einfach tolle Restaurants sind, muss ich einfach sagen. Ich sehe schon, wir müssen die Frau Bergdoll da mal einladen. Ne? Ja, ich komme gerne, also da bin ich dabei, ich bin ein guter Esser. Was mich interessieren würde, ich habe jetzt eben gehört, die Nathalie hat bei ihrer Arbeit eine Assistenz. Wie ist das in solchen auf Inklusion basierenden Restaurants oder Betrieben? Kommen dann auch die eingeschränkten Menschen mit einer Assistenz oder regelt das der Betrieb selber? Also sind dann die Menschen ohne Behinderung, die da arbeiten, quasi die Assistenten im Team? Oder wie ist das in Bonn, in Köln? Ich würde sagen, das ist sehr individuell, wie es auch auf der Arbeitsstätte individuell ist. Wer eine Assistenz braucht, zum Beispiel, weil er nicht gut sehen kann oder eine Kollegin von mir hat eine starke Spastik, die braucht auch jemanden, der für sie dann schon mal was schreibt, dann wird das entsprechend dann auch bereitgestellt. Wie das jetzt beim Gutesburger ist, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt irgendwie noch nie so mitbekommen, dass es da Assistenz gibt, sondern da ist man, jeder hat seinen Job und jeder macht den Job, den er gut kann. Der eine im Service, der andere in der Abrechnung und der dritte in der Küche. Ja, das wird mit Sicherheit ja auch über die Quote. Sie haben ja gesagt, das schwankt zwischen 30% und 50%. Das wird ja nach Grad der Behinderung gehen. Und was brauche ich an Integrationsleistung? Okay. Aber das stößt auch an Grenzen durchaus in unserem System. Also es gab durchaus auch, ich sage jetzt mal, normale Gastronomen, die das auch nicht schön fanden, wenn diese Betriebe eben über staatliche Förderungen dann die Arbeitskräfte zum Teil, weil Sie sagten gerade, wie hieß das? Teilhabegeld? Nee, auch das heißt nicht mehr Nachteilsausgleich. Es gibt ja immer für alles so voll fachliche Begriffe. Aber man kriegt eine Unterstützung vom Staat, so Lohnkostenzuschüsse dann auch. Ne? Aber das haben wir auch ausgehalten als Organisation. Haben gesagt, so Sätzen, 6... ist ein gutes Projekt. Ja, sagen wir mal so, es hätte diese Gastronomen ja auch niemand gehindert, selber Menschen mit Behinderungen einzustellen und dann gegebenenfalls, falls nötig, dann eben auch Lohnkostenzuschüsse zu bekommen. So, und das ist das, wo ich eben die Rolle sehe, ne? Die Unternehmen zu ermutigen, mal einen Schritt zu gehen, den sie vielleicht nicht gesehen haben. Ich möchte nicht sagen, dass sie den abgelehnt haben, die haben den vielleicht einfach nicht gesehen. Und dann müssen wir den Unternehmen halt die Möglichkeit geben, einfach diesen Weg als einen möglichen Weg zu erkennen. Und Unternehmer heißen nun mal Unternehmer und nicht Unterlasser. Also ich glaube, wir können da viel Hoffnung in Unternehmer tun, dass die alles unternehmen, um ihr Unternehmen erfolgreich zu machen und natürlich auch finanziell erfolgreich. Und es funktioniert. Ja, und also es ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn man zum Beispiel das Café Wo ist Tom nimmt in Köln-Sülz auf der Zülpicher Straße, Hausnummer weiß ich jetzt nicht. Das ist zu einem total beliebten Café geworden. Da geht man gerne hin. Und ich glaube, diese Gesellschaft ist ein bisschen verquer, unsere Gesellschaft in Bezug auf Menschen mit Behinderung. Weil wir, die wir jetzt keine festgestellte Behinderung haben, wir haben wirklich Probleme und Hemmungen und Ängste,
mit Menschen mit Behinderung umzugehen. Also in dem Sinne sind eigentlich wir die Behinderten. Ja, aber wenn ich jetzt so über die Jahre sehe, bei mir in der Schulzeit war das noch anders. Da gab es noch keine Inklusion und wir sind nicht so damit aufgewachsen. Naja, die heute wachsen ja auch nicht damit auf. Also überlegen Sie mal, unsere Eliten, also 50% aller jungen Leute in Bonn noch mehr, besuchen das Gymnasium, da findet Inklusion in dem Sinne nicht statt. Das heißt, auch die kommende Generation unseres Führungspersonals wächst nicht zusammen mit Gleichaltrigen mit Behinderung auf. Die werden wieder die gleichen Probleme haben wie wir, dass man immer nicht weiß, wie soll man mit denen umgehen. Und, ne, und das sind, glaube ich, ganz wesentliche Hindernisse. Wir haben es uns als Gesellschaft angewöhnt, unsere Menschen mit Behinderung gut zu behandeln, aber bloß weit weg. Also möglichst unter sich, in besonderen Institutionen. Und das hat unsere Gesellschaft verändert, beziehungsweise es hat uns daran gehindert, sozusagen in dieser Dimension eine vielfältige Gesellschaft zu werden. Und es hindert uns bis heute daran. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und das hindert auch wiederum Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Denn das ist jetzt eine super Überleitung, die Sie gegeben haben zum Thema Behindertenwerkstätten. Das hatten wir auch schon mal am Anfang. Also um die Problematik zu verdeutlichen, wenn man jetzt nicht so im Thema ist, frage ich jetzt mal ganz dumm in den Raum rein. Warum sind Behindertenwerkstätten nicht mehr okay? Und was hat das mit der UN zu tun? Ich gebe es direkt wieder an Sie. Soll ich lexikalisch oder... So wie Sie denken, also, dass wir den besten Überblick haben. Wir haben ein System sozusagen von Beschäftigung für Menschen mit Behinderung. Das sind die Werkstätten, da arbeiten bundesweit 290.000 Menschen drin. Und wir haben uns angewöhnt, dass Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt nicht in der Lage sind, Leistung zu bringen, das heißt, wir schätzen ein, die können keine 3 Stunden am Tag produktiv arbeiten, denen bieten wir an, in diesen Werkstätten zu arbeiten. Das hat natürlich wenig zu tun mit einer Tätigkeit, die ich mir ausgesucht habe, das heißt einer beruflichen Entfaltung, mit einer erfüllenden Tätigkeit in der Mitte der Gesellschaft, mit dem schönen Gefühl, dass ich einen Lohn auf mein Konto bekomme, den ich mir auch erarbeitet habe und so weiter und so fort. Und es hat ja international in Bezug auf Behinderung ein Umdenken stattgefunden, deswegen haben wir ja auch seit 2006 2. Dezember oder so, die UN-Behindertenrechtskonvention, damals von der UNO-Vollversammlung verabschiedet, die wir in Deutschland auch ratifiziert haben. Da steht eben so was drin. Wir sollten einen inklusiven Arbeitsmarkt schaffen, im Übrigen auch ein inklusives Schulsystem. Und in Deutschland tun wir uns da unglaublich schwer mit, so schwer, dass wir schon einmal bei einer Staatenberichtsprüfung in Genf, wie wir denn die UN-Behindertenrechtskonvention umsetzen, einen argen Rüffel kassiert haben. Komischerweise hat das in den Medien niemanden interessiert. Deswegen musste in Berlin und in den Landeshauptstädten auch niemand rot werden, weil eben keine Öffentlichkeit dafür da ist. Jetzt im August ist die 2. Staatenberichtsprüfung. Ich hoffe, diesmal gibt es mehr Aufmerksamkeit. Und wieder werden wir kritisiert werden, weil wir es nicht schaffen, Menschen mit Behinderung eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu bieten und weil wir es nicht schaffen, tatsächlich unser Schulsystem so zu ertüchtigen, dass jedes Kind dort, wo es wohnt, mit allen anderen gemeinsam zur Schule gehen und lernen kann. Ja. Aber ist das nicht ein größeres systematisches Problem unserer Gesellschaft, dass wir diese Gruppen, die nicht 1:1 am Arbeitsmarkt funktionieren, ausfinanzieren? Ich bin jetzt mal brutal. Ne? Leute, die in die Obdachlosigkeit rutschen, die machen das in einem Großteil, glaube ich, nicht freiwillig. Das ist unheimlich schwierig, die wieder in die Gesellschaft, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Wollen wir nicht, bezahlen wir, tun wir weg. Naja, vielen würde schon eine Wohnung helfen, dass die eine Meldeadresse haben, damit sie sich bewerben. Ja, aber ne, so, jetzt versuchen, das zu reintegrieren. So, und wir haben auch, und auch wenn man das öffentlich nicht immer so sagen darf, ich tue das ja trotzdem, ist mir ja egal, wir haben auch Leute, die nicht arbeiten wollen. Sondern das akzeptieren wir auch und das bezahlen wir. Und dann tun wir das Problem aber weg. Aber schlecht gelaunt. Und reden nicht mehr drüber. So, und ich habe jetzt nur 3 Beispiele gebracht. Ich glaube, da muss sich gesamtgesellschaftlich was ändern. Ne? Dass wir eine andere Wahrnehmung für diese Probleme haben und einfach Gesellschaft nicht sagen, so, wir können uns das gesellschaftlich leisten. Und jetzt komme ich aber zurück. Wir können es uns gesellschaftlich eben nicht mehr leisten, die Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten zu lassen,
weil wir sie im ersten Arbeitsmarkt brauchen. Das würde ich auch so sehen, ja. So, und das Problem wird sich rein ökonomisch aus meiner Sicht einer Lösung entgegenbringen. Das ist nicht von heute auf gleich und wie ein Lichtschalter geht, ist auch klar. Aber es wird einfach aus einem ökonomischen Druck sich lösen. Und da habe ich eine große Hoffnung, dass es insbesondere bei den Menschen mit Behinderungen sehr, sehr früh ankommt, weil andere gesellschaftliche Gruppen schwieriger sind, zurückzuholen in den ersten Arbeitsmarkt. Also wenn wir uns doch mal auf die konzentrieren, die in den Arbeitsmarkt wollen, die haben ja dann durch Sie auch jetzt, obwohl schon das mit der Schulbildung alles ein bisschen blöd läuft, die haben jetzt eine Hoffnung, weil Sie die Möglichkeit ins Leben gerufen haben mit Ausbildung mittendrin. Die können sich an Sie wenden und sich zumindest schon mal Rat holen, was Sie machen können, wenn Sie in den ersten Arbeitsmarkt wollen. Ja, also wir beim mittendrin e.V. ist ein Elternverein. Wir haben inzwischen auch eine ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle. Das heißt, da kann jeder hinkommen, wenn er Beratung braucht in allen Lebenslagen rund ums Thema Behinderung. Da unterstützen wir gerne. Aber Sie haben jetzt auch das Projekt angesprochen. Mhm. Ne? Das Projekt ist ja eigentlich das, was wir im Projekt tun, nämlich Begleitung von jungen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung in und durch duale Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Könnte eigentlich auch passieren ohne unser Projekt, passiert nur nicht. Warum? Warum passiert das nicht? Woran hakt es? Naja, also eine Ausbildung beginnt damit, dass sich ein Betrieb findet, der einen jungen Menschen kennengelernt hat und sagt, in diesen jungen Menschen habe ich Vertrauen, da sehe ich eine Perspektive, dem gebe ich jetzt einen Ausbildungsvertrag. Mhm. Das ist immer schon möglich gewesen. Es hält sich, sagen wir mal, in der Bevölkerung immer so das Märchen, man bräuchte für einen Ausbildungsvertrag einen bestimmten Schulabschluss. Die im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zur Schule gegangen sind, die haben keinen Schulabschluss, weil sie keinen machen dürfen in diesem Förderschwerpunkt. Und deswegen sind die von vornherein, denkt man an die gar nicht mehr. Mhm. Es werden überall Berufemessen veranstaltet und Berufswochen und dann ziehen die irgendwie mit ganzen Schulen zu irgendwelchen Veranstaltungen der Industrie- und Handelskammer hin. Wer taucht da nicht auf? Die jungen Leute mit geistiger Behinderung, weil niemand dran denkt, dass man die auch in Ausbildung nehmen könnte. So, und das Zweite ist, wir haben jetzt seit einigen Jahren ein wunderbares Instrument im Sozialgesetzbuch, das Budget für Ausbildung. Was ist das? Erzählen Sie uns das. Da könnte ich als junger Mensch, wenn ich einen Ausbildungsvertrag habe, meistens bei der Arbeitsagentur sagen, ich schaffe das nicht alleine. Und der Betrieb sagt auch, das schaffen wir nicht alleine. Der junge Mensch braucht Nachhilfe- und Stützunterricht im Betrieb. Mhm. Der braucht vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung, so was erwachsenes Verhalten am Arbeitsplatz betrifft, ein bisschen Training. Der braucht vielleicht ein Arbeitstraining im Betrieb. Und ganz ehrlich, der Betrieb möchte auch mal regelmäßig jemanden da haben und sagen, mit der Verhaltensweise kommen wir nicht so zurecht. Haben Sie damit Erfahrung? Wie sollen wir damit umgehen? Mhm. Also es braucht ein bisschen fachlichen Support. Das muss aber bezahlt werden. Und dann sagt eben in diesem Fall, in unserem Fall und im Fall vom Budget für Ausbildung, die Arbeitsagentur, wunderbar, Ausbildung finden wir klasse. Wir bewilligen dir dieses Budget. Es muss dann ein Träger gefunden werden, der dann auch den Arbeitstrainer stellt und den Nachhilfelehrer. Und so wird das dann bezahlt und die Ausbildung wird unterstützt. Auch da, sagen wir mal, sind alle bisher immer der Meinung gewesen, das kann man nur unterstützen, wenn tatsächlich eine gute Aussicht darauf ist, dass da auch ein erfolgreicher Ausbildungsabschluss bei rumkommt. Hm. So, und da kommen wir natürlich ins Gehege. Weil junge Menschen aus dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung oft mit dem Lesen und Schreiben nicht so besonders vorangekommen sind, auch mit dem Rechnen nicht so besonders vorangekommen sind. Das liegt einerseits unter Umständen daran, dass es wirklich für sie schwierig ist, das zu lernen. Auf der anderen Seite liegt auch tatsächlich auf der Schulbildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung nicht wirklich der Schwerpunkt auf den Kulturtechniken. Die haben nicht mehr Unterricht im Stundenplan im Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern weniger. Okay. Weil es eher so auf lebenspraktische Bildung geht. Und dann denkt man halt schon, ja, irgendwie, das kann alles nicht funktionieren, dann unterstützen wir das nicht. Das stimmt aber nicht. Auf dieses Budget für Ausbildung hat jeder Mensch Anspruch, der eine Berechtigung hat, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu besuchen. Mhm. Und das heißt auch die mit der sogenannten geistigen Behinderung. Das heißt, wir sind eigentlich als Projekt, und zwar unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen,
und dem Europäischen Sozialfonds und tatsächlich auch wirklich tatkräftig unterstützt vom Landesarbeitsministerium, nur dafür da, Dinge, die möglich sind, endlich mal anzuschieben und so viele Beispiele zu schaffen, dass man sich das hinterher vorstellen kann und es vielleicht Nachahmer gibt. Aber Sie haben ein grundlegendes Problem angesprochen, indirekt. Wenn ich mich jetzt hier umdrehen würde und würde sagen, so, wer ist denn hier in dieser Gesellschaft für Berufsorientierung zuständig? Schweigen im Walde. Sie meinen jetzt so Berufsorientierung. Was soll ein junger Mensch lernen? Welchen Beruf soll er ergreifen? So, das überlassen wir einerseits intuitiv dem Elternhaus. Deshalb haben wir zum Beispiel auch keine Durchlässigkeit im Bildungssystem. Ne? Arztkind wird nicht Bäcker, sondern Arzt. So, wenn Sie die Lehrer der allgemeinbildenden Schulen fragen, seid ihr für Berufsorientierung zuständig? Dann sagen die nein, fürs Ausfüllen von Corona-Tests. Kann ein Lehrer das? Auch das stelle ich als Frage. Kann der Berufsorientierung liefern? So eine IHK macht dann Ausbildungsmessen, um da irgendeine Lücke zu schließen? Die Unternehmer, sind die für die Berufsorientierung der jungen Menschen zuständig? Also ich glaube, wir müssen bei dem Thema Berufsorientierung, Berufswahl, diese Frage mal deutlich stellen. Wer ist denn dafür zuständig? Für Schule sind wir uns sehr wahrscheinlich alle einig. Das ist eine Staatsaufgabe. Ob das richtig ist, was private Schulen wiederum leisten können, da kann man sich auch wieder ein abendfüllendes Programm draus machen. Aber wir müssen uns der Frage stellen, wer ist für Berufsorientierung in dieser Gesellschaft zuständig? Bis jetzt, glaube ich, bei vielen der Computer im Arbeitsamt, der dann Berufe ausspuckt. Naja, gut, wir haben ja natürlich in Nordrhein-Westfalen das Programm KOA, kein Abschluss ohne Anschluss. Also irgendwas kriegt schon jeder Schüler und jede Schülerin in Nordrhein-Westfalen mit beim Thema Berufsorientierung. Dann gibt es da auch noch den Spezialflügel KOA Star für diejenigen mit Behinderung. Und da fängt der Fehler schon wieder an, aus meiner Sicht. Warum gibt es zwei unterschiedliche Berufsorientierungsprogramme für Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung? Verstehe ich nicht. Und warum brauchen wir solche Projekte ohne Dauerfinanzierung? Ne? Die sind, glaube ich, dauerfinanziert. Aber also, ich sehe gerade vom Geschäftsführer Bildung, ist dauerfinanziert. Gut. Ist ja nicht so, als wenn Danke für den Support. Aber die Frage ist ja, ich einen Backfall bei hätte, ne? Aber die Frage ist ja auch das Budget für Ausbildung, das Budget für Arbeit gibt es ja auch. Das sind so Instrumente, die eigentlich gar nicht nachgefragt werden. Also woran liegt das? Es ist zu wenig bekannt und vielleicht ist Geld auch nicht sozusagen nicht der entscheidende Faktor in der Beziehung. Also die Frage ist wirklich, wer vermittelt denn? Und das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, dieses Matching. Das ist am Arbeitsmarkt auch zwischen dem, der Arbeit sucht und dem, der Arbeitskräfte sucht, ja, oder der Arbeit hat. Das funktioniert in den seltensten Fällen und gerade mit Blick auf Menschen mit Behinderung. Und das Zweite ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob das in dem Projekt auch eine Rolle spielt, wie ist denn duale Ausbildung? Die ist ja auch sehr verschult und die ist sehr stark modular ausgerichtet. Gibt es da auch die Möglichkeit, sozusagen Dinge auch in der Theorie zu vereinfachen, vielleicht auch zu verkürzen, dass sie flexibler ist und auch besser auf die Bedarfe und Bedürfnisse der jungen Menschen eingeht? Die spannende Frage, die ich habe, wo klemmt's? Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo es klemmt. Also Berufsausbildungen sind ja, das brauche ich Ihnen als Kammerpräsident nicht zu erklären, ganz festgelegte Strukturen. Da ist genau festgelegt, da gibt es einen Ausbildungsrahmenplan, was die jungen Leute alles lernen sollen. Da gibt es einen Lehrplan in der Berufsschule. Da sind genaue Standards definiert, was in der Zwischenprüfung, in der Abschlussprüfung gemacht wird. Und man hat immer im Kopf, wer die Ausbildung anfängt. Also es soll nur eine Ausbildung anfangen, von dem wir erwarten, dass er sie auch komplett macht. Wo ich sage, warum? Warum haben nicht junge Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung auch das Recht, nach der Schule weiter Bildung zu bekommen? Und zwar berufliche Bildung, und zwar in strukturierter Form mit einem ordentlichen Lehrplan. Wenn Sie dann nicht alles schaffen, dann kann man doch Systeme entwickeln, das versuchen wir im Moment gerade mit der IHK in Köln, das kleinteilig zu bescheinigen. Was hat der junge Mensch gelernt und was beherrscht er? Teilqualifikationen gibt es ja heute schon zum Teil. Ja, aber noch kleiner als Qualifizierungsbausteine, weil wir wollen den jungen Menschen ja auch öfter was zum Freuen und zum Ehrgeiz entwickeln geben.
Und das ist natürlich, sagen wir mal, für die Betriebe, glaube ich, weniger das Problem, weil die machen einfach und fragen nicht die Kammer. Für das Berufsschulsystem ist das im Moment ein großes Problem, weil berufliche Bildungsgänge sind zielgleich und nun hat man plötzlich Schüler in der Klasse, wo völlig klar ist, da müsste man Dinge ein bisschen anders zuschneiden, da müsste man schon stark individuell fördern, da müsste man überlegen, was sind hier die sinnvollen Bestandteile der Ausbildung, die die jungen Leute lernen können. Und das ist jetzt noch, also die Lehrer sind zum Teil hochmotiviert, aber das System sozusagen auch mit seiner rechtlichen Verfasstheit leistet Widerstand. Dann lassen Sie uns gemeinsam brechen. Nein, weil diesen Weg der Teilqualifikation, die sind wir in den normalen Berufsbildern ja gegangen, ne, um zu sagen, wir kriegen einfach Schüler aus dem allgemeinen Bildungssystem, die eben Schwächen haben. Ne? Das, wenn 50% heute Abitur machen und früher waren das 30, dann liegt das wahrscheinlich nicht nur daran, dass die alle intelligenter geworden sind. Aber der Unterschied ist immer, und das ist immer ganz wichtig, wenn Sie einen Menschen haben, dem keine Behinderung zugeschrieben wird und der kann zum Beispiel nicht gut lesen und schreiben, dann denken wir immer alle, das wird er doch wohl noch lernen können. Weil wenn Sie einen Menschen mit geistiger Behinderung haben, dann haben ganz, ganz viele Menschen in dieser Gesellschaft immer das Gefühl, das bleibt jetzt so. Also Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung wird ganz oft abgesprochen, und zwar auf allen Ebenen, in sozusagen allen gesellschaftlichen Situationen, dass sie was lernen könnten, dass sie sich entwickeln könnten. Und das ist ein ganz grobes Vorurteil, und ich glaube, dass uns das allen schadet, dass wir dieses Vorurteil nicht beseitigt bekommen. Die lernen anders, die lernen vielleicht langsamer, aber die lernen auch und viel. Jetzt hatte der Herr Hagen eben so ein schmissiges Beispiel aus seinem Erfahrungsschatz. Und Sie haben ja jetzt wirklich auch ein großes Spektrum an Menschen, die Sie kennengelernt und auch schon beraten haben. Haben Sie nicht auch so ein schmissiges Beispiel für uns, wo dann so viel Arbeit reingesteckt wurde, wo Sie vermittelt haben? Und wie weit hat es dann funktioniert? Ja, also wir durften ja erst im vergangenen Jahr anfangen. Vorher haben wir das mit allen Beteiligten 5 Jahre lang in Düsseldorf verhandelt. Aber dann durften wir vergangenes Jahr anfangen und haben es dann von ja, so zwischen März und Mai bis Sommer geschafft, tatsächlich 5 junge Leute mit Behinderung, mit sogenannter geistiger Behinderung in Köln in Ausbildungen auf dem ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Was das, für Gewerke? Ja, jetzt Neugier. 2 lernen in der Küche, im beruflichen Bildungsgang Fachpraktiker Küche, also eine theorie-reduzierte Ausbildung. 2 lernen Fachkraft Gastronomie, volkstümlich Kellner, auch die theorie-reduzierte Variante und 1 angehende Veranstaltungskauffrau. Ja, das ist experimentell. Oh, cool. Sehr gut. Und dann haben wir jetzt, hatten wir direkt von Anfang an auch in der Ausbildungsvorbereitung einen unglaublich ehrgeizigen jungen Mann, der unbedingt was mit Holz machen will. Der hatte aber noch überhaupt keine Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt, weil er vorher immer nur in Förderschulen geistiger Entwicklung und in der Werkstatt gewesen war. Dann haben wir gesagt, jetzt erstmal Hirsch, wir schauen mal, dass wir für dich einen Betrieb kriegen und dann probierst du erstmal aus, ob das wirklich was für dich ist. Und den haben wir dann vergangenes Jahr im Sommer in einen ganz kleinen Inhaber geführten Schreinerbetrieb, wo nur 3 Kollegen noch sind, vermittelt, die direkt gesagt haben, wir können hier jeden gebrauchen, der mit anpacken will. Super. Und das war offensichtlich lieber auf den ersten Blick. Also wir hoffen, wenn da nichts mehr passiert, dass das in diesem Sommer dann in Ausbildung geht. Sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir junge Leute, die durchaus auch schon zum Beispiel über einen betriebsintegrierten Außenarbeitsplatz in so einer Küche gearbeitet haben. Die aber jetzt Auszubildende sind und sie glauben nicht, was das mit den jungen Menschen macht. Für einen Boost, ne? Plötzlich Auszubildender zu sein, dieser Etagenwechsel, plötzlich an den Herd zu dürfen und sogar in die Essensausgabe. Das ist ein Zuwachs an Selbstbewusstsein, der den Eltern unheimlich ist. Die fangen nämlich jetzt plötzlich an mit uns oder mit ihren Kollegen hinter dem Rücken der Eltern, so empfinden das die Eltern, zu kommunizieren und Verabredungen zu treffen. Die werden plötzlich unglaublich selbstständig. Wie gesagt, es ist nicht alles einfach, es ruckelt. Aber immer wenn wir machen öfter mal ein Azubi-Treff, weil wir die auch zusammenziehen wollen, dass die sich auch gegenseitig ein bisschen jammern können, wie anstrengend eine Ausbildung ist, aber auch ein bisschen zusammenwachsen.
Ja, und es ist immer schön, die jungen Menschen zu erleben. Die sind immer noch so stabil ehrgeizig unter dem Motto. Wasser auf meine Mühlen. Ne? Es sind genau die Berufe in den Branchen, denen das Wasser gerade bis zum Hals steht. Ne? Ich hätte auch, also wir kriegen ja inzwischen auch Anfragen außerhalb von Köln. Not macht erfinderisch. Ne? So mindestens 3 gehören zu Ihrem Kammerbezirk. Ne? Vielleicht können wir da ins Geschäft kommen. Das können wir jetzt nicht so wirklich betreuen aus Köln, aber Sie könnten da eine Menge für tun. Da mache ich ehrenamtliche Chefsache draus. Da gucke ich mal, wen ich aus dem Karneval kenne. Sehr gut. Ja, die brauchen auch die Gastro, wunderbar. Das passt das ja zusammen. Wäre es denn andersrum auch eine Möglichkeit, wenn Sie jetzt hier schon so gemeinsame Projekte schmieden, wie wäre es denn, wenn man sagen würde, okay, die Werkstätten, die wollen wir ja nicht mehr, die sollen ja auch abgeschafft werden. Aber es gibt ja da vielleicht auch Menschen, die über die Jahre auch Fähigkeiten, Fertigkeiten entwickelt haben, die man in einem handwerklichen Beruf brauchen könnte. Also dass Kundige aus den Kammern rundgehen und gucken, wo sehe ich ein Talent? Mathe und Lesen ist nicht so wichtig, aber die kann super da geduldig und ganz genau arbeiten. Oder da ist jemand, der hat richtig Kraft und Power und Energie für 5. Sowas brauchen wir auch. Also dass Leute in die Werkstätten gehen und gucken. Oder schotten sich die Werkstätten ab? Ich weiß auch nicht, warum die das immer nicht schaffen. Also Werkstätten sind ja vom Gesetz her und vom Zweck her Reha-Einrichtungen. Deren Auftrag ist es, die Menschen zu rehabilitieren und in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Und die kommen einfach nicht über die 1% Integrationsquote. Mehr schaffen die nicht. Und woran das jetzt liegt, da wird es viele Gründe für geben. Aber wäre mit Sicherheit eine gute Idee, dass eben Menschen aus der Wirtschaft mal in die WFBMs gehen und schauen und werben, möchte da nicht jemand die Seite wechseln, zu uns kommen. Auf der anderen Seite muss man ja ganz ketzerisch sagen, auch manche Werkstätten wollen ihre Leistungsträger auch nicht abgeben, weil man muss auch, zur Wahrheit gehört ja auch, dass viele Unternehmen in Deutschland gerne in Werkstätten produzieren lassen und dann sagen, guck mal hier, die schöne Tasche, die habe ich in der Werkstatt produzieren lassen. Das heißt, man profitiert ja durchaus auch von der Arbeitskraft der Menschen mit Behinderung. Das ist ja auch ein Grund, warum das mit der Vermittlung nicht so gut klappt, weil man eben sagt hier, wir sind auch in gewisser Weise ein Geschäftsbetrieb. Aber es gibt Hoffnung. Wir haben vergangene Woche eine E-Mail bekommen aus einer Werkstatt in Köln, einer großen Werkstatt. Zumindest eine Abteilung möchte gern mit uns kooperieren. Das finde ich großartig. Aber ich möchte doch noch mal ein bisschen weg von der Werkstatt kommen, weil Sie haben ja eben auch gesagt, die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung ist konstant hoch. Sie ist konstant doppelt so hoch und wir beobachten das als Aktienmensch seit über 10 Jahren, wie die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Behinderung. Und ein zweiter Faktor ist, die Leute sind viel, viel länger in Arbeitslosigkeit, das heißt doppelt so lang langzeitarbeitslos, also 1 Jahr und länger. Also es gibt auch ein Vermittlungsproblem bei Menschen mit den ganz unterschiedlichsten Beeinträchtigungen oder Behinderungen, die einfach keinen neuen Job finden, wenn sie einmal arbeitslos geworden sind. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ein Viertel der Unternehmen nicht so vorbildlich sind wie der Betrieb, den Sie gerade geschildert haben. Die beschäftigen nämlich trotz der Verpflichtung keinen Menschen mit Behinderung. Ich will auch nicht immer nur jetzt sozusagen Unternehmensbashing machen, weil wir auch aus unserer Arbeit wissen, dass dieses Matching, wie finde ich wirklich jemanden, der zu mir passt, der muss den Job ausfüllen, der muss irgendwie auch ins Team passen, dass das nicht immer ganz einfach ist. Wir haben eben gesagt, so der persönliche Kontakt ist etwas Wichtiges, wenn man ein inhabergeführtes Unternehmen hat und das bestätigen viele Studien auch, die einfach sagen, wir haben da einen ziemlichen Druck, Leute zu finden, aber wir sind auch sozusagen eher mal offen, das zu tun. Das sind die Treiber. Dann ist das sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Aber man kann auch als Unternehmen selber sich sozusagen bei der ganzen Darstellung nach außen auch nicht nur, da steht dann nicht nur Diversity irgendwie auf der Unternehmenswebsite oder Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt, dass man auch wirklich nach draußen zeigt, wir beschäftigen Menschen mit Behinderung oder wir sind offen für Menschen mit Behinderung. Also dass man auch wirklich guckt, was kann ich denn vielleicht auch so an kleinen Schräubchen drehen. Das hat ja zusätzlich auch wieder wirtschaftliche Gründe. Ne? Das, was Sie hier fasziniert beschreiben, das sind kleinere, das sind Inhabergeführte, das ist der Dreimann-Schreiner-Betrieb. Der hat doch ganz andere Probleme, am Arbeitsmarkt Arbeitskräfte zu finden. Der große DAX-Konzern, der braucht sich nicht zu sorgen. Der ist jeden zweiten Tag in den Nachrichten. Das sind begehrte Arbeitgeber.
Aber natürlich viele von den Kleinen, die gar nicht diese öffentliche Wahrnehmung haben, haben aber den großen Vorteil, da gibt es Chefinnen und Chefs, die eben ganz kurz entscheiden können, die solche Themen ganz kurz anpacken können. Und in dem von mir eben zitierten Fall war es halt eben so. Ne? Der hat gesagt, dir vertraue ich, du gibst mir hier einen Tipp, mal diesen Weg zu gehen. Ich habe eine Telefonnummer, den rufe ich jetzt an, mit dem treffe ich mich und dann kann ich das entscheiden. Ne? Ich glaube, wir müssen uns an für sich über die Katalysatoren unterhalten. Wie kriegen wir die Unternehmen, die nun mal händeringend was suchen? Mich wundert es nicht, dass es aus der Gastro kommt. Ne? Gerade jetzt die Ausbildungsverhältnisse, die sie da zustande kriegen. Wenn sie sich wirklich mal mit dem, und da haben sie es auch wieder unterschiedlich, ne? Haben sie den großen Systemgastronomen mit 7, 8 Standorten, der hat schnell mal 500, 600 Mann, der kann sich in Ausbildung was ganz anderes leisten, wenn der Systemgastronomen ausbildet. Dann hat er eigenes Personal, was sich da kümmert. Aber jetzt der Gastrobetrieb, wo wir gleich hingehen, der hat zwar auch ein paar Häuser mehr, aber da kümmert sich der Chef mit Sicherheit noch ganz klar darum, wer bei ihm Azubi wird. Ne? Ja, dann reden wir gleich da mal mit dem Chef. Haben wir da auch schon mal einen Haken hinter? Mich würde aber interessieren, weil wir beim Wirtschaftstalk sind. Sollen wir gerade fragen, ob Olaf Dresen rüberkommt? Weil wir hier in der Wirtschaftssendung sind. Das ist ja alles auch so ein bisschen schwammig. Ich würde gerne wissen, wie viel verdient ein Mensch mit Behinderung, je nachdem, wo er arbeitet. Und zwar habe ich hier aufgesplittet, auf der Karte stehen, in der Behindertenwerkstatt. So im Schnitt. Was verdient ein Mensch in der Behindertenwerkstatt? 1,35 die Stunde. Inklusive Zulagen. Okay. 180, 220 Euro im Monat. Okay. Und, hat aber nachher eine Mindestrente. Das muss man dann auch sagen. Ne? Weil okay. Im Praktikum gibt es schon mehr? Oder? Also unsere jungen Leute in der Ausbildung verdienen zwischen 800 und 1000 Euro im Monat. Okay. Das ist dann aber ja in so einem Betrieb in der Ausbildung, richtig? Und ich habe gelesen, es gibt auch noch Außenarbeitsplatz. Das habe ich. Da verdient man genauso viel wie in einer Werkstatt. Man ist, bleibt angestellt einer Werkstatt. Man ist sozusagen verliehen. Also im Prinzip wie so Zeitarbeitsfirmen, stelle ich mir das vor, das böse Wort. Aber so läuft das dann, wie so eine Agentur? Also die kriegen nicht weniger, als wenn die direkt im Betrieb sind. Sie kriegen den Werkstattlohn. Okay. Also ich sage mal, wenn man das positiv sieht, ich muss gestehen, wir haben auch Außenarbeitsplätze bei der Aktion Mensch, nicht nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Es ist aber zumindest für die Leute, die dann in einen Betrieb kommen, sie lernen ein ganz anderes Umfeld kennen. Also sie haben Kollegen, sie haben Kolleginnen und Kollegen. So. Sie sind sozusagen ein Stück weit auch auf sich allein gestellt. Sie müssen sich in einem normalen Alltag auch bewähren. Und da ist auch das Ziel, das ist so ein bisschen auch ein Erproben, dass man am Ende sagt, ja, hier schaffen wir einen Arbeitsplatz für dich auch. Jetzt muss ich gerade noch was korrigieren. Ja. Da kam gerade Zeitarbeit, das böse Wort. Das ist doch nicht böse. Wir müssen gesehen, wir haben geänderte Arbeitswelten. Ich mache auch ein ganz konkretes Beispiel. Ich war am Sonntag im Maritim auf der Galaprunksitzung der Stadtsoldaten. Total nette, total freundliche Bedienung. Sagt ein Freund von mir, letztes Jahr hattet ihr das und das. Sagt, die tut mir leid. Also was hier letztes Jahr war, weiß ich nicht. Ich komme vom Zeitarbeitsunternehmen. Ja, warum braucht diese Branche diese Zeitarbeit? Die haben da an diesem Sonntag auf einmal 1800 Gäste in dem Haus. Am nächsten Tag sind aber 5000 in der Lanxess Arena. Und am Tag drauf 5000 im Telekom-Dom. Jeder Einzelne kann diese Arbeitskräfte gar nicht vorhalten. Das ist einfach moderne, arbeitsteilige Gesellschaft. Deshalb finde ich das gar nicht mal negativ, wie ich das Mädel gesehen habe, welche Freude die an ihrer Arbeit hatte. Und die das vielleicht extrem spannend fand, das einen Abend im Maritim zu tun, am nächsten Abend an der nächsten Event-Location. Also das ist ja nur eine Reaktion, wie gesagt, auf geänderte Arbeitswelten. Das einzelne Hotel könnte dieses Personal gar nicht mehr vorhalten, um solche Einzelabende dann zu stemmen. Also ist das schon gut, dass wir diese Außenarbeitsplätze haben? Das scheint ja dann in dieser modernen Arbeitswelt das richtige Mittel zu sein, um auch vielleicht Hemmschwellen bei Arbeitgebern abzubauen, weil in dem Moment, wo die sagen, wir machen das über einen Außenarbeitsplatz, haben die den ganzen Wust an Bürokratie oder so unterstützend abgegeben. Also ich sage mal so, es ist ein Instrument. Es ist für mich nicht das Instrument. Was auch noch der Vorteil ist, Sie haben das ja eben beschrieben, Frau Thoms, die Kolleginnen und Kollegen werden auch
betreut. Also es kommt auch jemand, der unterstützt auch den Arbeitgeber, wenn es eben Dinge gibt, wo man sagt, da ist im Verhalten was oder der irgendwas, da brauchen wir auch als Arbeitgeber Unterstützung, dann ist das auch ein Stück weit eine Hilfe wirklich für das Unternehmen selber. Aber ich würde sagen, das Ziel muss sein, dass die Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz haben, wie wir ja auch alle, für uns alle ist doch, wenn wir Arbeit haben, ist es ja auch wichtig, wir identifizieren uns damit, wir können unseren Lebensunterhalt bezahlen. Also wir wissen ja alle, wie wichtig Arbeit für Teilhabe ist. Und das sollte eben das Ziel auch sein, auch für Menschen, junge Menschen, ältere Menschen, die eine Beeinträchtigung haben. Also wir halten schon mal fest, es gibt einen Ansprechpartner bei der IHK, wenn jetzt jemand zuguckt und denkt, oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich finde sowieso kaum Leute und das ist eine gute Idee. Es gibt also bei der IHK jemanden. Die Frau Thoms kennt ganz viele junge, motivierte Menschen, die durchaus auch Interesse an einer Ausbildung haben könnten. So. Zumindest für die, ja, wir könnten unsere Netzwerke nutzen, ja. Die Netzwerke. Und die Frau Marx geht auch überall so ein bisschen hin und guckt, die hat die Kohle, wo man noch unterstützen kann. Genau, so das ist genau. Die Gießkannenbewegung. So. Die hat die Kohle. Nein, also wir gucken natürlich auch, dass wir sinnvoll das Geld ausgeben, in Inklusionsbetriebe. Wir haben aber auch Projekte auch für junge Menschen, weil das ja wichtig ist, dieses Wort des Empowerments, also denen auch irgendwie den Mumm zu geben, sozusagen sich dann auch zu bewerben und auch sich von Arbeitgeber im Bewerbungsverfahren auch mal zu behaupten und zu sagen, ja, ich kann was, ich will was, lass mich mal ran. Also ja, und wir versuchen auch Arbeitgeber und Unternehmen aufzuklären im Sinne von auch, wo gibt es denn Unterstützungsleistungen, weil am Ende ist es ja auch das oft, ne, ich habe einen Aufwand, den ich betreiben muss, an wen wende ich mich, an den Inklusionsberater, an den Landschaftsverband, an die Agentur für Arbeit. Also das ist ein Wust. Deutschland ist ja so ein Bürokratiemonster. Da weiß man ja gar nicht immer, an wen man sich wenden kann. Und da versuchen wir auch ein bisschen Orientierung zu geben. Ja, und das ist doch schon mal gut, wenn man jetzt weiß, es gibt Unterstützung, es gibt Hilfen, es gibt Menschen, die wollen, da vielleicht ein bisschen neu zu denken. Denn, nachdem wir jetzt schon wissen, es gibt finanziellen Zuschuss oder vielleicht sogar finanziellen Benefit, wie es neudeutsch heißt, für Unternehmen, wenn sie Menschen mit Behinderung einstellen, möchte ich so den Bogen ein bisschen schließen zu der Anmoderation. Warum Inklusion? Könnte es sein, dass wenn uns das gelingt, Menschen mit körperlicher, mit geistiger Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn das alles ein bisschen bunter wird, dass das im Prinzip wie so durch die Hintertür die Einführung einer humaneren Arbeitswelt sein könnte? Wo es nicht immer nur um das Beste und höher und schneller und weiter geht, sondern man als Team agieren kann im Betrieb, wo jeder seine Stärken und Schwächen hat? Oder ist das ein zu romantisches Ideal jetzt aus meiner Begeisterung heraus, dass sich was tut? Ich finde das in der Formulierung gerade so ein bisschen schwierig, weil das klingt so, als wäre das hier so das Wohlfühlelement in einer Arbeitsgesellschaft. Also A muss man ja auch als Unternehmen überlegen, was habe ich eigentlich für eine Unternehmenskultur? Ja, die sollte vielleicht ohnehin sehr tolerant und offen sein. Und dass Vielfalt miteinander, ob jetzt sexuelle Orientierung, ob es das Geschlecht angeht oder ob es eben die Behinderung ist, dass vielfältige Teams einfach besser performen, das ist ja mittlerweile auch sozusagen, also es ist ja wirklich auch erwiesen. Ja, ich finde auch, man sollte die jungen Menschen mit Behinderung, überhaupt die Menschen mit Behinderung, dann auch nicht als Maskottchen einstellen. Es muss sich definitiv auch rechnen. Definitiv, es muss eine Win-Win-Situation für alle Seiten sein. Trotzdem, wenn ich jetzt mal für die Zielgruppe, mit der wir uns beschäftigen, sprechen darf, es wird schon bunter. Man erlebt Dinge, die man vorher nicht erlebt hat. Und es macht dann auch Spaß. Da muss man sich natürlich irgendwie auch drauf einlassen können. Aber diese Menschen jetzt als Vehikel zu benutzen und zu sagen, dann also ein bisschen lockerer werden und mehr Spaß im Leben und bei der Arbeit zu haben, das müssen wir schon selber hinkriegen. Mein kleines freches B von eben. Ne? Mhm. Ich bin der festen Überzeugung, dass höher, schneller, weiter wohnt ja jedem Menschen inne. Sonst gäbe es ja gar keinen Sport mehr, ne? Dass einer schneller laufen will als der andere. Oder besser Schach spielen oder besser Karten spielen. Also in jedem Spiel, in jedem Kind wohnt ja dieses
höher, schneller, weiter. Und das wohnt auch in den Menschen mit Behinderung. Das haben wir doch live erlebt. Ne? So, und wir müssen es schaffen, eben diese wirtschaftlichen Anreize und diese Motivatorik so zu nutzen, dass das passiert. So, und das sehe ich gerade. Ne? Dass dieses höher, schneller, weiter nicht zu Geld wird, sondern zu Lebensqualität für alle. Lebensqualität im Arbeitsmarkt? Beim Arbeitgeber ist auch mit Sicherheit der finanzielle Anreiz, muss da sein. Natürlich, bei dem Menschen, der die Arbeit sucht, ist es Lebensqualität, aber es ist doch ein höher, schneller, weiter. Das habe ich eben deutlich gehört. Ich will arbeiten. Natürlich. Ich will was Sinnvolles tun. So, und diese Motivation, worauf alles beruht, was wir, hätte ich fast gesagt, auf diesem Planeten sehen. Die Blume ist ja schön, damit die Biene kommt. Die sagt ja nicht, ich bin jetzt heute mal hässlich und ich habe die bessere Welt und die Biene kommt trotzdem. Nee, das wohnt einfach dieser gesamten Welt und nicht nur der Menschheit inne. Auch wenn es Teile gibt, die in einer ökoromantischen Vorstellung meinen, wir machen das jetzt alles nur noch, weil wir Gutmenschen sind. Da bin ich aber weit von entfernt, dass wir das tun. Denn wir sehen es in allen Bereichen, auch wenn unsere Politik gesagt hat, dreht die Heizung runter, das hat nicht stattgefunden, ne? Wenn der Spritpreis steigt und der Gaspreis, dann passiert's. Also die Motivatorik ist immer noch im Höher, schneller, weiter. Das müssen wir aber so nutzen, dass wir dadurch eine bessere Gesellschaft werden. So, und das haben wir geschafft die letzten 70 Jahre. Wir nennen das soziale Marktwirtschaft. Das Ergebnis ist besser als ein reiner Kapitalismus. Ja, für bestimmte Zielgruppen haben wir es nicht geschafft, sonst säßen wir heute nicht hier. Ja, aber deshalb reden wir miteinander, ne? Und ich nehme an, für sich war das wie an für sich ein ganz gutes Dreieck sind. Ja, ich bin gespannt, was jetzt gleich hier noch im Nachgang abgeht zwischen dem Herrn Hagen und der Frau Thoms. Da wurden ja eben schon Absprachen getroffen und auch der Wirt hier nebenan. Da gucken wir mal, wie viele Menschen mit Behinderung bei dem schon arbeiten. Ansonsten drücken wir dem auch noch mal eine Aufzeichnung dieser Sendung in der Hand, warum das für ihn eine gute Sache sein könnte. Also, falls Sie jetzt noch weitere Fragen zum Thema haben oder denken, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Gut, dass ich heute den Wirtschaftstalk eingeschaltet habe. Da hätte ich aber gern noch mehr Informationen. Kein Problem. Diese kompetenten Menschen stehen mit ihren Organisationen bereit, um da auch Ihnen gerne weiterzuhelfen, sowohl die IHK, sowohl mittendrin e.V. und natürlich die Aktion Mensch. Auch da gibt es überall, tut sich ein Wust an Netzwerken auf, sobald Sie dann einmal reinpicken. Ein sehr spannendes Feld. Und natürlich möchte ich Ihnen auf jeden Fall zum Abschluss nochmal das Buch von Nathalie Dedreux ans Herz legen. Das ist nämlich wirklich hervorragend zu lesen, ein großer Spaß. Und wir sehen uns demnächst in Wo ist Tom? Hieß das Lokal? Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Interviewpartnern, bei Nathalie Dedreux, bei Frau Thoms, bei Frau Marx und bei Herrn Hagen und natürlich bei Ihnen allen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bis bald. Dankeschön. Danke.